So. Okay, ich werde mal runtergehen. Vielleicht ist das ja ganz praktisch, wa? Ist hier kein Ding drinne? Ist egal, wo ich hin feuer. Ich treffe immer irgendeinen. So. Ja, ja, komm. So. Gut. Okay. Es wäre aber trotzdem immer weniger, ne? So, Bergwerker, der Bestrafer. So, hier ist immer einer. Meine Fresse, ging die einen auf den Nerven. Ging die einen auf den Nerven, ey, ehrlich. Da ist auch noch was und da ist auch noch was. Ja, die haben ganz schön, die sind echt. Da auch noch? Oder wie? Ist da auch noch jemand? Ja, da ist auch noch jemand. Da sind auch noch welche. Da ist auch noch was, da ist auch noch was. Das ist super, hier ist auch noch was. Alles einsammeln, alles einsammeln. Okay, da hinten liegt noch was. Und jetzt, da hinten ist noch einer. Ich gucke, ich habe erstmal die Lok rein. Einer fehlt noch, eine einzige. Ja, die haben ja... Oh. Ja, echt? Dafür war... Die Scheiße hier werde ich mit Victor noch einmal neu verhandeln müssen. Ja, abgeschlossen. Die sind erstmal erledigt, wa? Agent der Alps. Befrage die Outlaws nach Viper. Okay. M? Nee, F? M? Victor, da ist er ja. Gut. Verdammt nochmal. Was ist da draußen passiert? Ja. Und falls du dich fragst, warum ich dich nicht auf der Stelle getötet habe. Ich habe da leider noch eine gewisse Verwendung für dich und deine lächerliche Truppe in der Bastion. Das wirst du noch merken, wenn die Zeit reif ist. Okay, der ist ja nicht sehr nett, wa? Schadensbegrenzung ist jetzt nicht mehr. Sicherung des Landes, Diplomatik-Audienz bei... Hier, da ist irgendwas. Das müssen wir mal machen. Boah, wie weit muss ich denn da hoch?
Oh, ich bin jetzt im Krater bei diesem Blödmann da, der nicht mit mir reden will. Also den heutigen Tag schaffe ich nur mit Energy Drink. So fertig wie ich bin. Meine Fresse. Warum habe ich niemanden an meiner Seite? Ich bin ja komplett alleine. Keine Hilfe, kein Unterstützer. Was soll denn der Scheiß? Das heißt, die Preise für, ich glaube, wisst ihr, was das Schlimme an Energy Drinks ist? Man rülpst so laut, da könnten die Nachbarn zuhören. So. Wo waren der gewesen? Das kann man so oder so. Okay, hier drinnen vielleicht. Da drinnen vielleicht. Ich habe ihr noch nie vertraut. Einige Dinge bleiben besser. Okay. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Da war ja was gewesen am Anfang, ne? Komm, ich bringe dich zu ihm. Da war echt was gewesen. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Mhm. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Okay. Also ich habe jetzt nicht damit... Ich habe diese Mission total vergessen. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Komm, dann machen wir es mal kurz. Weil ich wollte eigentlich zu diesen... Ah, hoher Besuch. Viper wartet schon. Wo steht da jemand? Ich sehe keinen. Hier oben? Da bist du ja. Komm mit rein. Okay. Das habe ich doch richtig geschätzt. Nur keine Scheu, tritt näher. Okay, dann lass mal quatschen. Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Unangenehmer Zeitgenosse. Eine Spur zu neugierig. Okay. Was hast du mit ihm gemacht? Was hast du mit ihm gemacht? Dem geht's gut. Du hast einen falschen Eindruck von mir. Aber ich mache dir keinen Vorwurf. Okay, Freddie Mercury. Mach mal was anderes hier. Boah, ey. Du gibst mir etwas zu bereitwillig Auskunft. Dann waren Skibor und du Partner. Dann waren Skibor und du Partner. Nützliches Werkzeug ist eine bessere Bezeichnung. Oh, wow. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen. Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihm nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen... Der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Also das muss ich sagen, ist schon echt hardcore, was der gerade gesagt hat hier. Nicht wundern, ich habe gerade nebenbei noch Nüsse gegessen, deswegen habe ich jetzt auf Pause gemacht.
um noch weitere zu essen, weil sonst hätte man sie ganze knirschen.